Sich auf dem roten Teppich mit PartnerIn zeigen? Für heterosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler kein Problem. Für alle anderen oft ein Karrierekiller. Denn nach einem Coming-out werden sie nicht mehr für bestimmte Rollen besetzt. Ulrike Volkerts ist vor Jahren genau das passiert. Nach Probeaufnahmen sagte man ihr, da sie Frauen liebe, könne sie die Rolle der Mutter nicht spielen. Sie sei ja keine. Bitte? Warum denn nicht? Dem Mörder spielenden Schauspieler im Krimi verlangt man ja auch nicht ab, zuvor im echten Leben als Mörder reüssiert zu haben. Schauspieler spielen Rollen. Sie haben gelernt, darzustellen, wer oder was sie nicht sind. Aus Angst vor Ablehnung haben bislang viele Schauspieler ihre sexuelle Orientierung und damit einen Teil ihrer Identität geheim gehalten. Im aktuellen Magazin der Süddeutschen Zeitung outen sich 185 SchauspielerInnen als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär oder trans. Gemeinsam wollen sie etwas ändern. In ihrem Manifest Hashtag ActOut fordern sie mehr Sichtbarkeit, Anerkennung und Diversität in Film, Fernsehen und Theater und wollen damit eine öffentliche Debatte anstoßen.